Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Ja, was hat man uns damals als Freiheit verkauft und was verkauft man uns heute als Freiheit? Und wir schauen wieder weiter zurück, wo das alles herkommt. Es gibt anlässlich diesen heutigen Feiertages dieses extra Video unter dem Motto: Österreich ist frei. Diese drei Worte kennt ihr sicher. Ja? Das sind eine der bedeutendsten Worte von Leopold Figl. Ja, Leopold Figl hat diese Worte ausgesprochen, nachdem er aus der Todeszelle der entkommen war. Ja? Danach zählte er zu den führenden Politikerinnen des Landes. Ja, er war zuerst einmal niederösterreichischer Landeshauptmann und dann österreichischer Bundeskanzler. Und diese Worte, Österreich ist frei, die stammen von ihm. Ich zeige hier bewusst diese Schilder her, denn ich habe schon gecheckt, dass bei YouTube, wenn man bestimmte Wörter sagt, wird das Video gelöscht. Und das mag ich gar nicht. Jetzt schauen wir mal. Was haben Sie uns damals als Freiheit verkauft? Hat gut ausgeschaut. Wiederholt sich die Geschichte? Ich war heute im Wald wieder laufen und habe euch was mitgebracht. Und zwar, schaut mal, ich habe da einige Sachen gefunden. Also, da muss ich es herhalten. Ja, das soll ein Pilz sein, ein kleiner Pilz. So einen habe ich gefunden. So einen habe ich gefunden. Und dann diese beiden hier. Ups, habe ich gefunden. Dann habe ich diesen hier gefunden, die schauen alle unterschiedlich aus, ja. Und zu guter Letzt habe ich auch diese hier gefunden. Ja? Und wenn jetzt jemand die Wahrheit nicht erkennt, erkennt er auch nicht die Lüge. Ja? Dann wird uns etwas als Lüge verkauft, was vielleicht gut zu sein scheint. Und somit die ganzen Schwammerl, also ich bin überhaupt kein Schwammerl-Kenner, ich esse sie zwar gerne, ich kenne mich da nicht aus, ich weiß nur, die letzten hier mit diesen weißen Pünktchen, die sind giftig, ja? Und so wird uns auch vieles als gut verkauft, obwohl es doch schlecht und Lüge ist, ja? Und wenn wir jetzt einmal schauen, Österreich ist frei, ja? Schauen wir mal. Wir haben bei den letzten Videos, die stelle ich euch auch in der Beschreibung rein, da ging es um diese Gewaltherrschaft, ja, um diese Willkürherrschaft, die momentan nicht nur in Österreich, sondern weltweit zu sehen ist, ja. Und wenn wir diese Willkürherrschaft anschauen, dann gibt es da eine sogenannte Hierarchie, ja. Und wie gesagt, Hierarchie ist immer, da sitzt einer oben an der Spitze, und der bestimmt, was die da unten tun sollen. Ja? Das heißt, Hierarchie hängt immer damit zusammen, dass einer bestimmt und die anderen müssen gehorchen. Und das mit Gewalt. Ja? Das ist nicht freiwillig, sondern das ist Gewalt. Und diese Willkürherrschaft, ja, wir haben das schon beleuchtet, das geht ein eben mit dieser Herrschaft, da hat jemand Autorität, Macht, Herrschaft. Und nach eigener Lust und Laune und nach Trieb und Begierde, die halt gerade in ihm ist, bestimmt der. Und weil er diese Position hat, ist das natürlich total schlecht. Ja? In der Bibel finden wir den, der nennt sich Despotes. Ja? Das ist ein Herrscher, der mit Willkür herrscht, so wie es ihm gerade einfällt. Heute so, morgen so. Ja? Das ist das typische Beispiel, was wir auch gehabt haben, wie wir nach Spanien geflogen sind. Wir haben uns vorher erkundigt, brauchen wir diesen PCR-Test? Nein, brauchen Sie nicht. Wir waren dann ein paar Tage in Spanien, dann sind die Gesetze wieder umgewandelt worden, wir kommen zurück, werden eingeschleust, müssen den PCR-Test machen, ja, was wir dann eh nicht gemacht haben. Und, aber so, die Gesetze, heute so, morgen so. Ja. Gestern dieses Schild, dieses Plastikschild, morgen kein Plastikschild mehr. Was wird noch kommen? Ja? Wer steckt da jetzt wirklich hinter dieser Herrschaft? Das schauen wir uns jetzt einmal an. Und ich möchte vorher noch ein kleines Beispiel erzählen. Ja, mir passieren oft so Dinge, die nicht zufällig passieren. Und ich möchte euch an diesen kleinen Dingen oder Geschichten oder Begebenheiten, die mir so passieren, teilhaben, damit ihr dahinter auch den Sinn erkennt, den ich dahinter erkenne. Ja? Und zwar, wir hatten Besuch und
Wir wollten gemeinsam ein Video machen und ich habe mir da am Computer ein paar Sachen zusammengeschrieben, ein paar wichtige Begriffe. Und habe mir gedacht, vielleicht brauche ich das. Und wie ich auf Drucken gehe, macht der Bildschirm schwupp. Es ist alles schwarz, es ist alles weg. Fujikato, ja. Und ich habe dann zu meinem Drehpartner gesagt, weißt du, was mir wieder gerade passiert ist? Sind sie wieder mal total typisch, ja. Und habe ihm das gesagt und der hat gesagt, boah, ich kenne das auch, ja. Und das ist jetzt die Kunst, dass wir in solchen Situationen ruhig bleiben, ja. Und das ist wirklich eine Kunst. Und ich habe das bemerkt, ja, je mehr ich mit Jesus gehe und je näher ich Jesus komme, umso mehr komme ich auf der anderen Seite in diese Ruhe hinein, ja. Und die Bibel hat hier einen speziellen Ausdruck dafür, und zwar ist das eines meiner Lieblingswörter, das griechische Wort Makarios. Ja, Makarios heißt, das zeigt den Zustand der Glaubenden in Jesus Christus an. Ja, das sind diese erwachten, wiedergeborenen, wahrhaftigen Gotteskinder, getauften Gotteskinder. Ja. Und diese Makarios, das heißt auch, man gehört zum Reich Gottes dazu. Das heißt, man ist nicht mehr von dieser Welt und von den Umständen abhängig, sondern total von Gott. Ja. Das heißt, es sind Dinge, die können mich nicht mehr triggern, nicht mehr aufregen, weil ich im Reich Gottes bin und da bin ich in einer inneren Gelassenheit, in einer inneren Ruhe drinnen, ja, in einem Frieden, den mir Jesus gibt, dass ich da jetzt nicht boah, ausraste, so viel Arbeit. Ja, und das ist nicht das erste Mal, dass mir solche Sachen passieren. Ich arbeite oft Stunden an irgendetwas und dann geht es wieder schwupp und alles ist weg. Oder ich habe sogar mein Buch, ja, eines von den Büchern wollte ich hochladen, also wollte ich im Verlag, ich habe die Bücher selber zusammengestellt und auch mit Cover und so. Und wie ich dieses ganze Buch fix fertig habe mit Umschlag, Inhaltsverzeichnis und alles und dann dem Verlag schicke, macht es wieder schwupp und alles ist weg. Und das war mein Buch, ja. Ich meine, ich muss ehrlich dazu sagen, ja, ich bin ehrlich, ich habe mich damals schon aufgeregt, weil das war eines meiner Lebenswerke und es war weg. Aber ich habe es dann irgendwie mit viel Hilfe habe ich es dann eh wieder bekommen. Aber es war wieder ein Zeichen für mich, ich bin noch nicht in dieser Ruhe. Ja. Würde es mir heute passieren, weiß ich nicht, wahrscheinlich, ich wäre ruhiger. Ob ich mich aufregen würde noch, ich weiß nicht. Ja. Aber ich merke es wirklich auch bei mir, je näher ich zu Jesus komme, umso ruhiger und gelassener werde ich. Man kann sich dann eher zurücklehnen und manchmal schmunzeln und lächeln. Ja. Und dieses Lächeln, ja, da erzähle ich euch noch eine Geschichte. Mir ist das passiert, ich war einkaufen, Lebensmittelgeschäft, große Lebensmittelkette. Und nehme gerade ein Brot, eh mit Plastikhandschuh, natürlich ohne diesen Lappen da, nehme ein Brot raus und ich sehe schon so im Augenwinkel, da ist ein Mann und der hat mich schon so beobachtet, war ziemlich groß, ja. Und dann höre ich schon, na, wie war es denn mit der Maske? Und ich habe mich nicht angehocht, habe weitergemacht und er, na, wie war es denn mit der Maske? Richtig laut schon, ja, schon ein bisschen mit Zorn dahinter, die Leute schon alle geschaut und ich schaue ihn so, schau ihn an und lächle ihn einfach nur mild an, ja. Nicht überheblich, sondern wirklich ein richtig mildes, sanftes Lächeln habe ich ihm geschenkt. Und er sagt, was glaubten Sie da eigentlich? Sie sind da ohne Maske. Na, das Typische, ihr kennt das eh, regt sich auf. Ich sag nichts, ich lächle ihn wieder an, sanft. Will weitergehen, auf einmal zückt er sein Handy raus. Ich zeig ihn an! Und fotografiert mich ab und ich habe noch ein bisschen in die Kamera reingewunken und habe es noch so gemacht für das Foto und bin dann weitergegangen und die Leute, hast schon gehört, ja, boah, das sind ja die Ärgsten und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist er dann, habe ich gehört, wie er zur Angestellten gelaufen ist. Ah, schauen Sie da bei Ihnen im Geschäft, da sind Leute, die rennen ohne Maske und infizieren und voilà. Dann kommt diese Dame her, also die Angestellte von der Lebensmittelkette und sagt, gingen Sie so lieb und würden Sie die Maske aufsetzen, bevor der da einen Herzinfarkt kriegt. Und ich sage zu ihr, ich habe ein ärztliches Attest. Ach so, ja, na passt eh. Ja, ich meine, diese Situationen, die jetzt immer ärger werden, früher hat es mich noch aufgeregt. Ja, da habe ich richtig gemerkt, boah, da steckt was hoch. Die Pumpe ist so gegangen und das Ego ist hochgekommen und dem habe ich gegeben. Ja, wissen Sie nicht, Befreiung und dieses und jenes und Lockerung. Und heute, ach, jetzt stürzt man wieder. Ne? Und heute bin ich schon wieder ein Stückchen näher. Ja, ich versuche jeden Tag ein Stückchen näher zu Jesus kommen. Ich sage nicht, dass ich das Ziel erreicht habe, aber ich bin auch auf dem Weg, genau wie ihr, bin ich ruhiger geblieben.
So. Genau, was wollte ich euch jetzt noch sagen? Mit dieser Willkürherrschaft. Ja, wie gesagt, Österreich befindet sich, die ganze Welt befindet sich unter einer Willkürherrschaft. Jetzt müssen wir mal schauen, wer sitzt denn dann da oben? Ja, wir wissen ja, wir haben diese Pyramide schon so oft beleuchtet, da gibt es viele Videos. Aber uns interessiert ja nicht, wer in der Pyramide ist, sondern wer da oben ist, wer diese Gesetze gibt. Und die Bibel sagt uns, einer ist Gesetzgeber und einer ist Richter. Ich glaube, Jakobus 4,12 steht das, ja. Und dieser eine Gesetzgeber, um den geht's, ja. Und ich möchte jetzt ein bisschen ausholen. Es gibt, da oben ist der Gesetzgeber und die anderen, die gehorchen. Die gehorchen. Die sind aber betriebsblind, ja. Das heißt, da gibt es keine eigene Kritik an dem System. Die tun, was der da oben sagt. Nach dem Motto, wessen Brot ich fress, dessen Lied ich sing. Ja? Und ihr kennt sicher dieses Stanley Milgram-Experiment, wo ein Experiment gemacht wurde, wo eine Autorität Gesetze gegeben hat oder etwas angeordnet hat, das die Probanden dann tun mussten und das aber gegen ihr eigenes Gewissen war, aber sie es trotzdem gemacht haben, weil diese Autorität den Befehl dazu gegeben hat. Ja? Also es ist darunter, der ist willenlos, obwohl das eigene Gewissen ihm sagen würde, tu das nicht, das ist falsch. Ja? Also richtig und falsch ist ausgeklammert, da gilt nur mehr die Gesetze, die Gebote, die da oben gegeben werden. Und diese Menschen, die das tun, die gehen über ihr Mitgefühl, die gehen über ihre Empathie, über ihre Barmherzigkeit drüber und sind total nur Autorität, gehorsam, streng. Ja? Und ich habe euch hier schon einmal erzählt, ich habe bei einem Herrn gearbeitet, der war als Jugendlicher in dieser Napola, in dieser Schule, wo Jugendliche hingehen von dort, ja, und wurde dort unterrichtet, ja, und der wurde so geprägt, ja, dort gab es nur Disziplin, Gehorsam, und dieser Mann war eiskalt, vom Blick her eiskalt, der hat dich angeschaut, der hat dich, und auch sein Wesen, ja, ich kannte ihn, und da ist dieser Unterschied, ja, da ist dieses Strenge, diese Gebote, Gesetze halten, Autorität, sonst nichts, Gehorsam, streng, eins, zwei, drei, das. Ja, und auf der anderen Seite ist immer dieses liebevolle Wesen, und das sieht man jetzt auch in der Welt, so diese Trennung, die da eigentlich da ist, sind zwei Gruppen, haben sich da wirklich herauskristallisiert, ja. Und wenn jetzt diese Hierarchie da ist mit diesen Gesetzen, ja, das sind dann die Gesetze da, und entweder heißt es dann gehorchen oder wenn du widerstehst, dann, dritter Punkt, dann kommt die Strafe. Ja? Und wir haben ein ganzes Kapitel in der Bibel drinnen, Römer 13, wo der Staat beschrieben wird, wo das genau gesagt wird, wo da einer ist, der gibt diese Gesetze. Und wenn du nicht gehorchst, wenn du widerstehst, dann kommt die Strafe. Ja? Und dieses Staatsgebäude, diese Regentschaft, diese Regierung, steht auch in der Bibel drinnen, ist von Satan. Ja? Sind Anordnungen von Satan. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter zurückgehen in der Bibel, in der Geschichte, dann schauen wir mal, wo diese ganzen Gesetze herkommen oder wo ist da irgendjemand, der immer wieder Gesetze gibt. Gesetze, Gebote. Ja? Schauen wir mal, wo das herkommt. Im Hebräer Kapitel 8, Vers 10 haben wir da einmal einen Hinweis. Und zwar, ich möchte nur so am Rande einen kleinen Einwurf machen bezüglich Hebräer. Ja, wir wissen, dass die Bibel, was wir halt noch übrig haben, da sind viele Irrtümer drinnen. Ja, ich gebe das ehrlich zu. Ich sage nicht, das ist jetzt alles die reine Wahrheit, aber wir können die Wahrheit rauslesen für uns. Ja, und das ist das Wichtigste. Wie gesagt, die Kirche hat viel rausgenommen, Reinkarnation, Vegetarismus, und die Originale haben sie gut versteckt und verschlossen aufbewahrt in ihrem Geheimarchiv, im Archivum Secretum Vaticanum. Ja. Und Hebräer, also bestimmte Bücher können wir sowieso ganz vergessen. Ich meine, das Alte Testament können wir ganz vergessen. Es geht nur um diesen blutrünstigen Jahwe-Gott, alias Satan. Aber hier im Neuen Testament haben wir den Matthäus. Ja, ich würde mich da nicht so sehr damit beschäftigen. Wir haben den Hebräer und wir haben die Offenbarung. Und diese drei haben, wenn man das so anschaut, die haben wirklich etwas gemeinsam. Ja,
Erstens einmal, Matthäus wurde ursprünglich in der hebräischen Sprache geschrieben. Ja, und wir dürfen immer wissen, Hebräer hängt mit den Juden zusammen, wenn wir hier drinnen lesen. Der Hebräerbrief, da haben wir auch wieder das Hebräisch, und die Offenbarung, da geht es auch immer wieder um diesen Jahwe, der eben wiederkommt. Und diese drei Bücher speziell jetzt, dieser Matthäus, Hebräer und Offenbarung, das könnte man sagen, das ist fast schon für die Juden geschrieben. Ja, es beschreibt diesen Jahwe, seinen Willen und das Wirken auf dieser Welt und die Geister dahinter, ja, inklusive aller Anordnungen. Und ich, wie gesagt, wir haben so viele gute andere Bücher in der Bibel, im Neuen Testament drinnen, mit denen wir uns beschäftigen, die uns erbauen, die uns die Lösung zeigen und die, man spürt das eh, ja, welcher Geister dahinter steckt. Man kommt da mit der Zeit drauf. So, jetzt sind wir bei Hebräer 18. Denn dies ist der Bund, hier spricht dieser Jahwe, den ich mit dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Doppelpunkt. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn, ja, ihre Gesinnung in ihr Denken hinein. Ich werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen ihr Gott sein und sie werden ihr Volk sein. Ja, wir haben hier immer wieder die zwei Komponenten. Ich gebe sie in ihren Sinn, in den Kopf hinein, in das Denken und schreibe sie noch auf das Herz hinauf. Also gleich doppelt, ja, damit die Gesetze da wirklich drinnen sind. Im Hebräer 10, 16 heißt es noch einmal, das ist der Bund, den ich für sie errichten werde oder anordnen werde. Ja? Und dieses Anordnen, diese Anordnungen haben wir auch im Römer 13 vom Staat, von Satan, ja, diese Anordnungen. Das ist der Bund, den ich für sie errichten oder anordnen werde. In jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen hineingeben und in ihren Sinn schreiben. Ja? Und das heißt, diese Menschen sind in ihrem Denken beeinflusst. Ja, da ist was ganz anderes drinnen, der hat da was reingeschrieben, als was sie vielleicht in ihrem eigenen Herzen hätten oder in ihrem eigenen Denken hätten. Ja. Und wenn wir schauen, uns wird auch so viel, wir haben so viel Manipulation von außen, da wird so viel in unseren Kopf hineingeschrieben, in unser Herz hineingeschrieben. Und viele Menschen haben aufgehört, den Menschenverstand zu benutzen und ihre Gefühle im Herz zu fühlen, ja, dass sie total leicht manipulierbar und lenkbar sind. Und das gehört alles zu diesem großen Plan dazu, ja. Wirklich, ich sage euch, schaltet nicht euren Menschenverstand aus. Denkt mit eurem Hausverstand, ja, und fühlt mit eurem Herzen, ja. Dann könnt ihr die Wahrheit auch erkennen. Wir brauchen gar nicht viel Theologie, wir brauchen gar nicht viel stundenlanges Studieren und was weiß ich. Der Hausverstand, der Menschenverstand und das Herz sagt uns sehr viel. Wir müssen da nur hineinhorchen. Ja? Vor allem dieses gereinigte Herz, wo dann Jesus drinnen ist, da ist sowieso die Wahrheit dann drinnen. So, Offenbarung 17, natürlich Vers 13. Da wird gesprochen von Königen und Königen und ihrem Königreich. Und wenn wir in der Bibel davon lesen, dann sind das immer die Systeme. Ja? Sie empfangen mit dem Tier für eine Stunde, das heißt für eine ganz kurze Zeit, Macht und Vollmacht. Und diese haben einen Sinn. Ja, also da wird jemand Macht gegeben und diese haben einen ganz bestimmten Sinn, nämlich, Vers 17, denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn, ja, den Sinn des Tieres zu tun und sie handeln alle in einem Sinn. Also da ist wieder diese Beeinflussung, ja, wo es auf Herz oder auf Verstand geht, wo etwas vorgegeben wird, einen ganzen bestimmten Sinn zu tun, zu handeln. Das ist Manipulation, ja. Und dadurch, dass die Gewalt ja da ist, ja, kann das, also funktioniert das, ja, weil diese Herrschaft, die eine bestimmte Autorität ist, und die kann das, ja. Und Satan hat große Macht hier auf der Erde. Er kann das, ja. Wir haben auch einen Vers, weil ich eben gesagt habe, Altes Testament können wir vergessen. Da möchte ich das jetzt, ich möchte das nicht von mir aus behaupten. Ja, es gibt Stellen in der Bibel, die das erklären, warum das so ist. Ich möchte da hier einen anführen, und zwar 2. Korinther 3, Vers 13 haben wir wieder. Ja, die 13er Verse und folgende, die sind wir ganz besonders eingespielt. Da haben wir wieder die Söhne Israels. Ja, Israel, dürfen wir wissen, hängt mit den Juden zusammen, ist immer dieser alttestamentliche Jahwe-Gott. Die Söhne Israels sollten nicht auf das Ende des Vergehenden blicken. Und deshalb ist ihr Sinn, ihre Gedanken sind verstockt worden. Ja, da ist auch was da. Da wird das Denken verblendet, verstockt, manipuliert. Da ist was hineingegeben in das Herz, in die Gedanken.
Denn ihr Sinn, ihre Gedanken sind verstockt worden. Bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Jesus Christus aufgedeckt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Und wenn es sich aber zum Herrn bekennt, wird die Decke weggenommen. Ja, das heißt, wenn wir uns mit diesen Sachen hier beschäftigen, da steckt ein Geist dahinter. Da liegt die Decke auf dem Herzen. Da kann das Herz nicht fühlen. Da kommt es nicht in die Liebe, in die Barmherzigkeit hinein. Ja? Und dann hätten die damals diesen Anordnungen widerstanden, wenn er gesagt hat, schlachte die ganzen Völker ab, inklusive Tiere, inklusive Kinder. Wenn diese Decke nicht auf ihren Herzen gewesen wäre und diese Liebe da gewesen wäre, dann hätten sie gesagt, bist du verrückt, Alter? Ich kann doch nicht meinen Bruder oder den Mann umbringen, der hat Familie, der hat Kinder und noch dazu, die auch vielleicht dazu. Was können die anderen dafür? Nur weil es dein Wille ist, ja? Und da sehen wir wieder, wäre dieser Widerstand da gewesen gegen diese Anordnungen, ja? Da gibt es einen Begriff, nicht demonstrieren, sondern remonstrieren. Das heißt, wenn ein Höhergegebener von einer Hierarchie eine Anordnung nach unten gibt zu den Beamten und der widersteht dann, der sagt dann, na, das mache ich nicht, der widersteht diesen Anordnungen, dann heißt das remonstrieren. Ja? Und das sollten, denke ich, heute viele Beamten auch machen, an ihre höhere Stelle einmal nachfragen und sagen, nein, das, warum soll ich das machen? Ja? Und ich habe mit so vielen in den Systemen jetzt gesprochen, Ärzte, Rechtsanwälte, Geistliche, diese ganzen Beamter und Behörden habe ich gesprochen und habe gefragt, warum macht ihr das? Naja, wir haben ja Anordnungen von oben. Ich finde es eh nicht ganz richtig, aber was soll man denn tun? Ja, wenn ihr nur ein bisschen anfangen würdet zu denken und die Anordnungen von denen da oben nicht befolgen würdet, dann würde das System ja stillstehen, aber an euch liegt viel Verantwortung. Ich sag's euch, ja? Denkt einmal drüber nach. Genau, und wer ist das jetzt, der diesen Sinn verblendet? Die Antwort haben wir in der Bibel, 2. Korinther 4, Vers 4. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt oder dieses Zeitalters oder dieses Äons den Sinn oder ihre Gedanken verblendet hat. Ja? Satan hat große Macht, er kann das, der kann in die Köpfe rein, der kann in den Verstand, in das Denken, in das Herz rein, legt da Decken drüber, was weiß ich. Der verblendet die Menschen, damit sie die Wahrheit, ja, damit sie die Wahrheit nicht erkennen, die Wahrheit und Jesus Christus und sein Evangelium nicht erkennen. Ja. Darum manipuliert er da dieses Denken und diese Herzen. Aber, es gibt jetzt noch ein Aber, ja, und zwar im 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 11, da heißt es, damit wir nicht von Satan übervorteilt oder überlistet werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Ja, weil die da drinnen stehen. Weil uns das Neue Testament offenbart, was der Typ für Pläne, für Gedanken, für Absichten hat. Und dadurch kann er uns nicht überlisten. Und wir sind diejenigen, die ihm widerstehen. Und da gibt es aber keine Strafe, weil wir auch eine Autorität haben, weil wir Kinder Gottes sind. Ja? Und wie gesagt, die Gedanken, was hier verwendet werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Da gibt es dieses griechische Wort Noema. Ja? Und wenn die Endung Ma dran ist, dann ist es immer ein Ergebnis von etwas. Das heißt, das Ergebnis vom Denken, ja? Das Produkt des Denkens. Und dieses Noema, die Gedanken Satans, wird eben übersetzt mit Absicht. Einfall, Plan, Gedanke, Überlegungen. Ja, diese drei Begriffe, Plan, Gedanke, Überlegungen, gleich aufschreiben, um die Menschen zu betrügen. Ja, das heißt, Satan gibt hier Gedanken, Überlegungen ein. Das ist sein Plan, ja, den hat er gefasst und den gibt er seinen Marionetten hier ein, damit die Menschen hier betrogen werden, belogen werden und die Wahrheit nicht erkennen können, weil die Wahrheit macht uns ja frei. Und genau das können wir jetzt wirklich weltweit beobachten. Ja? Und das findet man, ich zitiere nicht gern das Alte Testament, aber ich verwende es eigentlich nur darum oder dazu, um die Lüge zu bestätigen und noch mehr aufzudecken. Ja? Hiob 37, Kapitel 37, ich glaube ab Vers 12 steht es, Gott, dieser Jahwe-Gott, alias Satan, tut so große Dinge und wir erkennen es nicht oder wir begreifen es nicht. Ja? Wir wissen ja, der AT ist Satan. Der tut so große Dinge, wir begreifen das nicht. Ich meine, wir hier auf dem Kanal, wir wissen schon, wir begreifen es mitunter schon, ja, aber die damals haben es auch nicht begriffen. Sie konnten es gar nicht erkennen. Ja?
Und es sieht ringsumher, sich hin und her wendet, nach seiner klugen, heißt auch listig, das hebräische Wort, nach seiner listigen Steuerung, um auszuführen, was er ihnen gebietet, über die ganze Fläche des Erdkreises. Ja? Hier ist es uns prophezeit und da ist es jetzt geht es in Erfüllung, dass Satan hier einen Plan hat, mit dem er die Welt steuert. Ja? Und diese Steuerung, da gibt es ein Wort dafür, das ist eben Kybernesis. Davon kommt auch unser Kybernetik. Ja? Und das sind Gedanken, Plan und Überlegungen. Ja? Und Kybernetik, findet man, das kommt eben aus dem Griechischen, Kybernesis. Ja? Und Kybernesis heißt, das ist eine Herrschaft. Da haben wir wieder die Hierarchie, der sitzt da oben, der hat die Herrschaft, Autorität. Und das ist die Steuerung von lebenden Organismen, von Menschen, und sozialen Organisationen, die Systeme. Ja. Und das, diese Kybernetik, was auf der ganzen Welt jetzt passiert, eigentlich eh schon immer, aber jetzt ziemlich sichtbar ist, ziemlich offenbar ist, wer da jetzt wirklich dahinter steht. Ja. Und das, ich sage euch, das ist kein Rothschild, das ist kein Soros, das ist kein Schwab. Schaut dahinter. Ja? Wir schauen dahinter, back to the roots, hinter die Kulissen. Da sitzt da dieser Steuermann und den finden wir in der Offenbarung wieder, ja? Wo er eben diese ganze Welt steuert. Ja? Und jetzt im Zusammenhang mit diesen Steuern und Steuermann, da gab es eine Serie von mir, die stelle ich euch auch unten rein, der Steuermann, könnt ihr euch dann anschauen. Und zusätzlich wird es doch, dieser Steuermann ist für uns sehr wichtig, ein zusätzliches Video geben, und zwar über dieses, da kann man mit der Bibel Zusammenhänge zu diesem Qanon herstellen. Das ist sehr spannend, ja, das wird in die nächsten Videos kommen, weil die Bibel auch hier Qanon aufdecken kann. Ja. Jo, jetzt noch einmal, wie gesagt, kurz zusammengefasst, diese Hierarchie, ich meine, dieses Wort Hierarch, ja, das steht dieser Stamm Arch drinnen, Arch. Und das haben wir in der Bibel ganz oft, ja. Wir haben diese Arch-Angelos, ja, das sind die sogenannten Erzengel, ja, und Erz hängt auch immer mit Herrschen zusammen, ja. Und Arch ist sowohl in der Welt als auch in der Bibel Arch, dieser Stamm Arch, ist immer der höchste Rang und der höchste Bereich von etwas, ja. Und das ist interessant. Wenn wir die Wörter mit dem Stamm Arch einmal in der Bibel anschauen, ich habe aber rausgeschrieben, ja, wir finden da zum Beispiel Archaios, ja, das ist alt, das ist die alte Schlange, ja, die alte Schlange, der große Drache, Teufel und Satan genannt, Offenbarung 12,9, Archaios, die Schlange, die alte Schlange, ja, dann gibt es den Hohepriester, das ist der Achiroios, ja, den haben wir auch schon beleuchtet, irgendwo einmal mit die Hohepriester mit Kohen, das haben wir alles schon durch. Dann gibt es den Oberhirten, das ist der Archipoimen, ja, auch immer Arch, immer das Oberste. Ja. Und die Bibel zeigt uns genau, wer dieser Oberhirte ist. Das ist kein Guter. Ja. Das ist nicht der Hirte, der sich Jesus Christus nennt. Das ist immer manche sie, manche du. Und er nennt sich natürlich auch noch der Ober, Ober, Ober. Ja. Dann gibt es Archisynagogos, das ist der Leiter der jüdischen Synagogen. Dann gibt es den Architekton in der Bibel, das ist der Baumeister dieser Welt. Deckt die Bibel alles auf. Ja? Dann haben wir den Architolones, das ist der Oberzöllner. Ja? Und Zöllner in der Bibel können wir eigentlich heute gleichsetzen. Das sind Beamte des Staatsapparates. Das waren damals die Beamten des Staatsapparates und heute genauso. Ja? Das sind eigentlich die heutigen Beamten. Und dann der für uns interessanteste Begriff in der Bibel, das sind die Archonten. Ja? Archon oder Archonten, das sind Oberste, das ist die Führung, das ist die Herrschaft, das sind Regenten. Ja, da wird Herrschaft ausgeübt mit Autorität und Macht, Regierung, mit Gewalt. Ja. Und unsere Aufgabe ist es, diese Welt von dieser Herrschaft der Archonten zu befreien. Und das machen wir da. Ja, dazu gibt es viele andere Videos. Und ich möchte jetzt noch abschließen mit einem Link auf etwas Positives, bevor ich mich von euch verabschiede. Und zwar, wir haben wieder viele Taufen machen dürfen bei uns. Und es gibt auch ein Video, durften wir aufnehmen und darf ich auch reinstellen, von der Claudia, die wir in unserem Teich taufen durften. Und es war sehr kalt draußen. Ja, wir sind vorher in die Sauna gegangen, damit wir aufgeheizt sind. Vielleicht sieht man das eher in meinem roten Gesicht.
Das Video von der Taufe stelle ich euch unten rein, das könnt ihr euch auch noch anschauen. Ja? Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Gottes reichsten Segen.